drittes Achtelfinale, Niederlande, Mexiko. Ich glaube, das ist so ein Spiel, ich meine, man soll Mexiko nicht unterschätzen, die haben es gegen Brasilien ganz gut gemacht, aber ich glaube, der Spielwitz der Niederländer wird da ausreichen. Ich meine, Robben ist in Topform, der zerballert ja alles, der läuft einfach allen davon. Ich glaube, dass, ich meine, bei Kicktipp habe ich wieder 2-1 getippt auf Niederlande, aber ich glaube, schon ein 2-0 wird es sein, in die Richtung 2-0, vielleicht sogar ein 3-0. Mexiko war ganz gut, auch in der Abwehr, aber ich glaube, wenn die Niederländer ernst machen und wirklich mit der Offensivmacht aufwand, ich meine, Van Persie, Robben vorne drin, ist schon mal nicht schlecht, dann im Mittelfeld ziemlich kreativ, mit Blind und allem. Ich glaube, dass das eine deutlichere Sache wird, als man vielleicht auf dem Papier glauben könnte. Ja, gut. Ja, sehe ich nicht ganz. Ich glaube, es wird doch ein bisschen enger. Also ich fand ja, Holland auf jeden Fall stark, vor allem natürlich gegen Spanien, aber da darf man jetzt nicht, das darf man nicht überbewerten. Davon nicht überbewerten. Ja. Die anderen Spiele waren dann eben enger und sie sind natürlich schon, also Robben eben überragend und ja, dann vielleicht auch ein bisschen abhängig von ihm. Und wenn man ja, den, wenn die Mexikaner schaffen, den auszuschalten und die haben eben eine gute Defensive, dann ist für die auch was möglich. Ich glaube trotzdem, man sieht der Niederländer, der Chinesen, die bessere Mannschaft, aber ich denke, man wird schon Mexikaner. Ja, also ich glaube auch, also Mexiko war ganz, wie gesagt, ganz okay. In der Vorrunde hat es ja, also war sogar mehr als ganz okay. Es war, ich hab, die haben mehr geschafft, als ich denen zugetraut habe, aber ich fand, vom Spielerischen her war das nicht so überzeugend. Und ich glaube auch nicht, dass der Torhüter bis zum Ende der WM seine Leistung halten kann und glaubt, dass die Niederländer den einfach so viele Torschüsse um die Ohren hauen werden, dass der irgendwann zwangsläufig Gegentore bekommen muss. Und da traut sich gar keiner, weil er so eine geile Frisur hat. Der Mann hat ja, aber ich glaube, der steht nicht auf Frisuren, deswegen macht er das schon. Ja. Er sagt, warum macht ihr nicht Funktionsglatze und dann passt das. Ja, ich glaube. Auch so rein Neid. Ja. 3-0, 2-0 in die Richtung. Niederlande weiter.